Heute haben wir uns das Thema Verjüngung, Jugendlichkeit vorgenommen. Jeffrey und ich haben ein bisschen Respekt vor diesem Thema. Das ist dir mit Sicherheit auch bewusst, das ist ja alles extrem triggeranfällig, dieses Thema. Auch schmerzhaft für uns alle. Also egal, wie alt du bist, wie jung du bist, wir wissen alle, das Alter, das kommt. Und ich möchte fast sagen, glücklicherweise, weil Altern, das Privileg zu altern, zu reifen, ich glaube, das ist uns nicht bewusst, dass das wirklich ein Privileg ist. Und wir wollen das hier auch wirklich ganz klar mit dir gemeinsam framen, dass es möglich sein kann, im Alter geistig, körperlich, agil und fit zu sein. Und weiterhin die eigene Seele, das eigene Herz mit der Welt teilen zu können. Immer noch aktiv sein zu können. Hier geht es nicht darum, dass wir beide irgendwie was gegen Falten haben oder denken, dass es jetzt irgendwie um ein Schönheitsideal geht, das wir im Alter aufrechterhalten wollen. Das ist nicht unser Thema. Ich finde diese Zeichen des Lebens im Gesicht eines Menschen einfach wunderschön. Das sei mal so dahingestellt. Aber wir wissen gleichzeitig, dass uns über das Altern ganz, ganz viele Geschichten erzählt wird, oder? Von überall. Wie man denn altert, was denn im Alter passiert, was man verliert im Alter, was im Alter dazukommt. Ich möchte es jetzt gar nicht hier auch artikulieren, wir werden das eh noch machen. Aber vielen Dingen glauben wir vielleicht auch und schränken uns ein in unserer Langlebigkeit, Jugendlichkeit, die meiner Meinung nach bis ins hohe Alter bleiben kann, wenn wir aus diesen Feldern aussteigen. Ja. Und das machen wir heute, oder? Und ob wir das machen. Habt ihr Lust darauf? Wollt ihr es? Wie schön. Dann let's do it. Yes. Dann starten wir direkt. Schau, dass du möglichst aufrecht und bequem sitzt. Mach es dir dort, wo du dich befindest, gemütlich. Aber nicht zu gemütlich, würde es dir empfehlen, diese Meditation im Sitzen durchzuführen. Und deine Hände darfst du gerne ganz entspannt auf den Oberschenkeln ablegen, mit den Handinnenflächen nach oben zeigend. Und dann schließ deine Augen ganz sanft, lass die Augenlider sich berühren. Und beobachte, wie du atmest. Beobachte den Fluss deines Atems durch deinen Körper. Und jetzt exakt in diesem Moment, ohne dass es dir vielleicht bewusst ist, bist du eine Ansammlung von Energien, Erfahrungen, Ressourcen, Emotionen und noch so vieles mehr. In diesem einen Moment kommen so viele Dinge zusammen. So vieles, das du gar nicht sehen kannst und spüren kannst. So viele kollektiv aufgeladene Felder, in denen du jetzt zu Hause bist, eingebettet. Und gleichzeitig bist du ein außergewöhnliches Unikat, so wie du da sitzt. Wie ein funkelnder Diamant mit so viel Licht und Potenzial. Das weißt du, auch wenn du daran zweifelst. Nimm einen tiefen Atemzug.
Atme aus und roll währenddessen deine Augen sanft nach oben. Deine Augen weiterhin geschlossen. Und sprich dann ganz leise zu dir selbst. Auch wenn es unmöglich erscheint, wechsle ich jetzt die Dimension und verbinde mich mit meinem Lebensbaum. Das ist einfach nur ein Symbol, ein Bild, mein Lebensbaum, jetzt. Atme tief ein. Atme aus und roll deine Augen wieder zurück in eine natürliche Position. Und stell dir vor, dass vom höchsten Punkt deines Scheitels aus sich eine Lichtstraße bildet, die exakt zu dieser anderen Dimension führt. Wie eine Lichtleiter. Und deine astrale Version klettert jetzt diese Leiter empor. Immer weiter und weiter. Während der Mensch, der du bist und dein physischer Körper verwurzelt und geerdet bleibt. 10, 9, 8, 7, 6, immer höher. 5, immer weiter. 4, 3, 2, 1 und du stehst direkt vor deinem Lebensbaum. Vor diesem mächtigen Baum. Lass ihn auf dich wirken. Näher dich ihm. Sieh die Weite. Sieh die Umgebung, auf dem dein Lebensbaum steht. Die Blätter. Der Baumstamm. Und du setzt dich direkt zu deinem Baum, lehnst dich mit dem Rücken an den Baumstamm an. Deine Beine entspannt, gestreckt auf dem Boden. Und du fasst mit deinen Händen in die Erde. Und als würde hier die Erdanziehung intensiver sein, spürst du eine angenehme Schwere in deinem Körper. Ich weiß, dass du an unerschöpfliche Energie glauben willst und glaubst. Aber manchmal bist du unendlich erschöpft. Du bist ein unerschöpfliches Energiewesen, dennoch manchmal unendlich erschöpft vom Alltag, von den sinnlosen Diskussionen, von Tätigkeiten, die zu keinem Ziel führen. Und jetzt möchte ich dich bitten, sei erschöpft. Wie viel Energie verlierst du Tag ein und Tag aus damit, deine Erschöpfung zu verdrängen, abzulenken dich von deiner Erschöpfung? Lass jetzt diese Energie der Erschöpfung tief in deinen Körper sinken. Kopf, Schultern, ganz locker. Du erlaubst es dir jetzt, dich hinzugeben, dieser Erschöpfung. So viel wird von dir abverlangt. Du verlangst so viel von dir ab, erschöpft zu sein. Erlaube es dir. Nur so kannst du es dir auch wieder erlauben. Deine Energie, Reservoir wieder aufzuladen.
Sprich leise, innerlich oder laut zu dir. Ich glaube an unerschöpfliche Energie. Ich bin aber manchmal unendlich erschöpft. Ich bin aber manchmal unendlich erschöpft. Ich akzeptiere jetzt. Ich akzeptiere jetzt. Dass ich erschöpft bin. Dass ich erschöpft bin. Ich erlaube es mir. Ich erlaube es mir. Ich lasse mich hier nieder. Ich lasse mich hier nieder. Ich lasse mich auffangen. Ich lasse mich auffangen. Von meinem eigenen Lebensbaum. Von meinem eigenen Lebensbaum. Er entzieht jetzt. Er entzieht jetzt. Aus meinem Körper. Aus meinem Körper. Die Erschöpfung. Die Erschöpfung. Die ich mir jetzt erlaube. Die ich mir jetzt erlaube. Die jetzt an die Oberfläche gelangt. Die jetzt an die Oberfläche gelangt. Ich unterdrücke sie nicht länger. Ich unterdrücke sie nicht länger. Deine Beine verbinden sich mit den Wurzeln des Baums. Du blickst nach unten und du siehst die Wurzeln, die unterirdisch ganz tief sich in den Boden graben. Und auch deine Beine verwandeln sich jetzt in diese Wurzeln, verschmelzen und verbinden sich mit den Wurzeln deines Lebensbaums, das geprägt, das geformt ist, nicht nur von dir, das weißt du. Du bist zwar jetzt geerdet, aber auch angekettet. Deine Beine schwer, verwurzelt und geerdet, aber auch gebunden. Einatmen und über den Mund ausatmen. Und obwohl du so verwurzelt bist, obwohl du so geerdet bist, spürst du gleichzeitig das eigene Gefängnis, das eigene Festgehaltenwerden, festgehalten in alten Programmen, alten Überzeugungen. Vielleicht von Menschen, die dir etwas vorgelebt haben. Oder vielleicht dieser kurze Schockmoment war nicht geplant. Aber vielleicht ist es genau das, was hier in dieser Session funktionieren muss, was passieren musste. Vielleicht müssen wir manchmal so einen kleinen Aufwachmoment erhalten, damit alte Programme wach werden. Denn du hast dich vielleicht gerade fast eingeschläfert. Und im Alltag sind wir auf einer Ebene immer irgendwie eingeschläfert, oder? Alles passiert so automatisch und wir gehen einfach irgend so eine Routine ab. Vielleicht müssen wir bestimmte alte Programme, die irgendwo in unserem System aktiv sind, mal für einen Moment irritieren, damit sie wach werden. Kurze Irritation, während du mir laut nachsprichst. Ich befreie mich heute aus alten Programmen. Wie? Umso älter ich werde, umso weniger Energie habe ich. Umso älter ich werde, umso unbrauchbarer werde ich. Fühl dich in die Sätze. Umso älter ich werde, umso uninteressanter werde ich. Umso älter ich werde, umso mehr werde ich zu einer Last. Umso älter ich werde, desto mehr verliere ich meine Körperkraft. Und jetzt spüre all diese Programme in deinem Körper. Und ich weiß nicht, wie stark sie in dir aktiv sind. Aber vielleicht denkst du an einen Menschen in deinem Leben, der dir das Altern beigebracht hat, bei dem du gesehen hast, was Altern sein kann. Und ich rede im negativen Sinn, im destruktiven Sinn. Wir alle haben dieses Alterungsvorbild, eine Vorlage tief in uns gespeichert, was Altern bedeuten kann.
Und genau mit dieser destruktiven Alterungsvorlage verbindest du dich jetzt. 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 Und das Altern, das für die meisten Menschen normal ist, muss für dich nicht normal sein. Es muss nicht dein Normal sein. Und alles, was du über das Altern glaubst, über das Leben glaubst, über dein persönliches Aufblühen glaubst, darf heute in Frage gestellt werden. Und jetzt fühle ich nochmal in diese Wurzeln hinein, die jetzt vielleicht noch etwas stärker geworden sind, weil es gibt einen Teil in dir, der fühlt sich sicher in all den alten Programmen, in dieser Vorlage des Alterns, damit du weißt, wie Altern funktioniert, damit du eine Route abfahren kannst, damit du einen vorgelegten Weg einfach gehen kannst. Der Weg des Alterns. Aber ich weiß, du bist hier und du bist verrückt genug, einen neuen Weg einzuschlagen. Etwas anders zu machen wie alle anderen. Vielleicht bist du diese eine Schlüsselperson, die so eine Irritation in das Feld des Alterns setzt. Das Programm des Alterns für einen Moment irritiert. Das Programm des Aufblühens hineinfließen lässt. Der unerschöpflichen Energie hineinfließen lässt. Der ewigen Energie. Der unendlichen Kraft. Der Verjüngung, der Verspieltheit, der Jugendlichkeit. Der Lebendigkeit. Und jetzt bitte ich dich, stell dir die Farbe Rot vor. Die Farbe Rot, die durch deinen Körper fließt. Die Farbe Rot, die in jeder Zelle deines Körpers eintritt. Kannst du es sehen? Stell es dir vor. Nimmst einen tiefen Atemzug. Atmest aus. Und du sagst laut, ich bin verbunden mit der Farbe Rot und mit meiner Fähigkeit, alte Programme für einen Moment zu verlassen und alte Routinen, die meinen Alterungsprozess formen, zu durchbrechen. Ich bin hier, um altes Karma zu brechen, um einen neuen Weg zu gehen. Tief einatmen, ausatmen. Und jetzt bitte ich dich, während du die Wurzeln spürst, die ja so stark sein können und dich so erden, aber auch so dich so gefangen halten kann, dass du bereit bist, diese Wurzeln für einen Moment so rauszureißen. Vielleicht musst du dich für einen Moment entwurzeln, alte Überzeugungen entwurzeln. Wenn du laut sagst, ich entwurzel jahrhundertalte Programme des Alterns und ich breche aus. Und dann leg beide Arme nach vorne. Stell dir vor, du hältst die Wurzeln in der Hand und brichst sie. Brich sie durch, brich sie durch, brich sie durch. Brich sie durch. Yes, tu so als ob, spiel mit. Du brichst es durch und du sagst währenddessen, ich breche das Programm des degenerativen Alterns. Für mich. Ich breche das Programm, dass ich im Alter uninteressant werde. Und dann bricht es durch. Yes. Mehr Energie aufbringen. Bring die Energie auf, um mein altes Karma zu durchbrechen. Ich breche das Programm, aussortiert zu werden. An Energie zu verlieren, wenn ich älter werde. Krank zu werden, wenn ich älter werde. Gebrechlich zu werden. Ich bin derjenige, oder diejenige, die etwas zerbricht, mit meiner eigenen, unerschöpflichen Kraft und Energie. Ich breche das Programm, dass ich leiden muss, wenn ich älter werde. Und stell dir vor, du brichst es wieder, du hörst die Wurzeln, das Holz und du brichst es, du fühlst es. Break it. Stell es dir vor, mit deiner Macht, mit deiner Kraft, du brichst es. Irritieren, brich alte Programme durch, immer und immer wieder. Tu so, als ob. Nutz dein Nervensystem und brich es. Ein altes Programm, das keinen Sinn mehr ergibt. Das
nicht für dich ein Programm sein muss. Jetzt, du hörst den Sound, du brichst das Programm. Yes. Tief einatmen. Ausatmen. Halt die Hände immer noch vorne, bleib in der Anspannung. Und spür die Kraft, spür, wie du Pforten, Türen öffnest in dein Organ, in dein Harn, in dein Blut, in deinem Gewebe, in deinen Knochen. Den Zugang öffnest für lang versperrte Energie, unerschöpfliche Energie. Weil du bereit bist, als Pionier, als Pionierin voranzugehen, voranzuschreiten, einen neuen Weg zu gehen. Dieses Altern, das jahrhundertlang so funktioniert hat, muss für dich nicht so sein. Und das weißt du. Die Frage ist, ob du damit leben kannst, aus dem Raster zu fallen. Kannst du es? Ich bin mir sicher, dass du Angst davor hast. Und es gibt Teile in dir, die wollen das nicht. Aber du hast dich bereits entschieden, wahr oder falsch? Du sagst laut, ich bin bereit, aus dem Raster zu fallen. Und das Altern von uns Menschen in Frage zu stellen. Ich öffne, öffne, öffne mich für eine neue Vorlage des Alterns, des Lebens. Tief einatmen. Ausatmen und dann bricht zum letzten Mal. Yes. Hände fallen lassen. Nachspüren. Spür die Kraft in deinen Zellen. Und spür, wie du sie die Wurzeln irgendwie rausgerissen hast, dich von dem Baum entfernt hast. Du stehst auf. Und du siehst, da unten sind wirklich zerfetzte Wurzeln. Da ist wie so ein Loch entstanden. Und du blickst so in dieses Loch hinein, tief in den Boden hinein. Und du siehst, das geht kilometerweit weit nach unten. Tief in den Erdkern. Symbolisch gesehen, es geht ziemlich weit zurück. In deine Ahnen hinein. Vielleicht in frühere Leben hinein. Und du weißt, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Aber du kannst heute einfach einen neuen Weg gehen. Und du entfernst dich von diesem Lebensbaum. Verlässt ihn. Und sagst wieder laut, ich gehe voraus. Ich betrete unbekanntes Feld. Ich gehe an einen Ort, wo noch niemand gewesen ist. Und ich schlage Wurzeln, die vorher vielleicht noch keiner geschlagen hat. Ich stehe hier und verwurzle mich mit neuen Überzeugungen. Ich bin pure Energie. Ich bin Jugendlichkeit. Ich bin Lebendigkeit. Ich bin Liebe. Und dann lass die Handflächen so rechts und links von dir nach unten scheinen. Und stell dir vor, dass du über deine Hände, über deine Fußsohlen Wurzeln aus deinem tiefsten Körper und Seelenkern in den Boden hineinwachsen lässt. Während du folgende Sätze einfach in deinem Körper fließen lässt, du musst sie nicht nachsprechen, aber hör sie, fühl sie, lass sie beben. Ich lass neue Wurzeln wachsen. Tief bis in die Erde hinein. Jugendlichkeit, Verjüngung, Lebendigkeit, Verspieltheit, pure Energie, unerschöpflich, Ewigkeit, Liebe, Kraft, Liebe, Offenheit, Liebe, Lebendigkeit, Gesundheit, Vitalität, Aufblühen. Und stell dir vor, die Wurzeln schlagen in die Erde hinab. Und du stehst irgendwie alleine da. Zumindest denkst du das. Aber die Wurzeln suchen und finden ihren Weg, so wie Bäume miteinander kommunizieren, suchen diese Wurzeln all die Menschen auf dieser Erde, die bereits diesen Weg doch auch schon mal probiert haben. Die genauso verrückt sind wie du, etwas Neues zu glauben, etwas Neues zu denken, an etwas zu glauben, das noch nicht so viele gemacht haben. Und die Wurzeln verbinden sich mit all den Menschen, die außergewöhnlich leben, die eine alte, degenerative Form von Altern hinter sich gelassen haben.
Stell dir vor, diese Wurzeln kommunizieren. Und es ist wie so, als würdest du dich zeigen mit, ich bin auch hier. Ich bin auch verrückt genug. Ich habe keinen Bock mehr, dieses jahrhundertalte Spiel zu spielen. Ich kann einen neuen Weg gehen und ich traue mich, diesen neuen Weg zu gehen. Und dann lass die Wurzeln noch stärker werden. Yes. Verbind dich mit all den Menschen, mit den Vorlagen, die schmerzhaftes, krankhaftes Altern hinter sich gelassen haben. Und du lernst von diesen Vorlagen. Du downloadest diese Vorlage, dass es möglich ist. Unerschöpfliche Energie in jeder einzelnen Zelle deines Körpers zu besitzen. Einen Zugang. Und stell dir vor, durch die Wurzeln fließt kristallklares Licht in deinen Körper hinein. Pure Quellenergie flutet deinen Körper, flutet dein System. Yes, feel it. That's it. Flute deinen Körper. Tief einatmen. Aus. Und stell dir vor, dass du selbst zum Baum geworden bist. Und Richtung Licht wächst. Richtung Sonne wächst. Dich Richtung Licht ausbreitest. Und die Farbe Rot der Sonne aufsaugst. Atmest. Noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Über die Nase atmen. Aus. Wie fühlt sich diese Form von Energie an? Wie fühlt sich diese Form von Jugendlichkeit, von Lebenskraft, von Langlebigkeit an? Tief wieder einatmen. Aus. Und dich genau mit diesem Mut, mit dieser Gewissheit, mit diesem Entscheidungsfeuer und mit dieser Lebenskraft, die du zu deinem Körper geladen hast, mit diesem komplett neuen Baum, zu dem du geworden bist, zurück in das Hier und Jetzt holen. Und du hörst es in der Musik. Dieser Baum hat Wurzeln geschlagen, aber der ist noch ganz jung. Das heißt, er braucht viel Wasser. Er braucht viel Licht. Und er braucht deine Pflege. Vergiss es nicht. Deine Schultern nach hinten. Kopf kreisen, Hände ausschütteln, dich wach machen. Zurück.
Oh Gott, wie schön. Das Schönste, was ich mit euch erleben durfte. Wow, danke schön. Wie kommt ihr auf die Ideen? Gute Frage. Sorry für diesen kurzen Interruption, Irritationsmoment, aber das war irgendwie mein... Ich mixte es ja auf dem iPhone live und irgendwie ging das von selber lauter. Ja, und ich war nicht schnell genug, um es leiser zu machen. Aber ich habe es versucht, irgendwie mit in die Session einzubauen. Das ist mir schon mal passiert, live auf der Bühne. Ein einziges Mal. Jetzt ist es das zweite Mal passiert. Aber ich hoffe, du konntest es trotzdem genießen und bist nicht zu stark erschrocken. Ich glaube, dass du am meisten erschrocken bist. Voll. Ja, weil ich das habe ich, gar nicht erwartet. Und dann war das für mich eigentlich mehr eine Irritation. Mhm. Ja. Ja, aber irgendwie, hier lese ich gerade, war ein guter Aufwecker, weil ich habe euch ja in die Erschöpfung geführt. Oder, naja, das klingt ein bisschen blöd. Ich habe euch geholfen, die Erschöpfung zu fühlen, die wir alle irgendwo in uns tragen. Und es war wie so, hey, dort nicht bleiben. Mhm. Ja. Ich denke, dass es halt so wichtig ist für jeden von uns, dass wir auch mal uns eingestehen, weißt du, das war auch jahrelang mein Thema. Ich bin jetzt erschöpft, müde, ich muss schlafen oder ich kann einfach nicht mehr. Ich hatte da wirklich mein Thema damit, das mir einzugestehen, aber auch den Menschen in meinem Leben. Ich glaube, so diese unterdrückte Erschöpfung kann ganz, ganz viele degenerative Alterungsprozesse auslösen. Ja. Ja. So schön von euch, ja, es gehörte dazu. Ja, jetzt im Nachhinein finde ich es auch mega. Aber in dem Moment kannst du dir vorstellen, dass es einfach, ich so, no, why, warum? Vor allem, du bist ja hier mit Herz und Seele an der Sache und willst alles perfekt machen. Ja, aber es stimmt so, wie ich da auch gelesen habe, dass das Unperfekte macht das Ganze ja dann irgendwie dann wieder stimmig. Das ist ja dann, sehr live. Das, ne? Ja, eben, das passt ja dann auch irgendwie dazu. Es ist ja keine Studio-Session, wo ich das wieder löschen kann und dann perfekt machen kann, sondern es ist ja. Und umso schöner ist es dann, direkt mit euch da im Austausch zu sein. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke, ihr Lieben, so schön. Ich habe die Frage jetzt schon zweimal gelesen, ob der Karma-Kurs mit Skywalker, also unserem Kurs, zusammenpasst. Also es gibt zwischen den Kursen keine Überschneidungen. Das sind zwei ganz voneinander losgelöste Universen und ergänzen sich ganz, ganz wundervoll. Also auf jeden Fall. Das ist vielleicht eine schöne Überleitung beziehungsweise eine schöne Brücke, die ich schlage zu morgen. Denn morgen haben wir, wenn du das möchtest, insgesamt zwei Dates. Date Nummer 1 ist um 12 Uhr mittags. Da wollen wir mit dir noch tiefer in das Ankarma-Universum einsteigen, aber nicht nur. Also wir werden ja ganz sicher auch gegen Ende ein paar Fragen beantworten zum Kurs. Aber wir wollen auch direkt ein paar ganz wertvolle Tipps dir an die Hand geben, wie du negatives Karma auflösen kannst. Wir werden auch von unseren negativen Karma-Paketen sprechen und wie wir denken, dass wir sie aufgelöst haben. Ja, Karma kann jederzeit wieder um die Ecke kommen, ne? You never know. Genau, das passiert morgen Mittag, 12 Uhr. Und dann um 19 Uhr haben wir den krönenden Abschluss. Ja, und das, was wir morgen machen werden, ist, deine Erfolgsblockade zu löschen, die du aus einem früheren Leben mitgebracht hast. Und das zieht nicht nur auf Erfolg ab, sondern die Blockade, die du hast in deiner persönlichen Entwicklung, in irgendeiner Art von Veränderung, in deinem Wachstum. Ja, das haben wir morgen vor. Das wird nochmal richtig, richtig, ich lese es hier schon, spannend. Ja. Heute bin ich auch nicht aggro. Du warst gestern auch nicht aggro. Nein, einfach nur direkt und aber. Heute gibt nichts zu beanstanden. Heute bist du farblich einfach. Ja, bist du auch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Was bin ich? Was ist das für eine Farbe? Ich weiß das gar nicht. Du bist sehr, sehr süß. Ist das Frieda?
bin wie eine Blume. Blume? Eine Blume mit P. Jetzt wird das schmarrn. Danke und bis morgen. Danke, dass ihr da wart, meine Lieben.